Zu den Öffnungsschritten in Wien ist Bürgermeister Michael Ludwig gestern bei Wien heute interviewt worden. Sendungschef Peter Unger spricht mit ihm zu Beginn über die Situation in den Spitälern. Als die sogenannte Osterruhe ausgerufen worden ist, lagen in Wien weniger Menschen auf den Intensivstationen als heute. Unger möchte daher wissen, warum der Lockdown jetzt trotzdem gelockert wird. Ja, mir ist wichtig, dass wir politische Entscheidungen auf Basis der Meinung von Expertinnen und Experten treffen. Und ich habe so wie vor 2 Wochen, als ich die Verlängerung der Osterruhe verkündet habe, mich ganz intensiv beraten lassen, so wie ich das auch heute getan habe. Und wie wir den Herrn Professor Dr. Staudinger gehört haben, ist es von Seiten der Experten, die vor allem vor Ort in den Spitälern und Krankenhäusern tätig sind, möglich. Wir sind auf einem guten Weg, die Zahlen verbessern sich, auch in den Spitälern, allerdings noch immer auf sehr hohem Niveau. Das heißt, die Lockdown-Maßnahmen haben gegriffen, das ist gut so. Wir müssen aber alle weiteren Öffnungsschritte sehr vorsichtig vornehmen. Haben Sie da eine Latte für sich, wo Sie dann vielleicht wieder in Verschärfungen gehen, sollten die Neuinfektionen wieder steigen? Ja, wir orientieren uns immer sehr stark an den 7-Tages-Inzidenzen, aber für mich noch wichtiger sind die Belegszahlen in den Spitälern, vor allem auf den Intensivstationen. Da gibt es eine leichte Entspannung, aber wir haben immer noch eine sehr schwierige Situation deshalb, weil wir nicht nur Corona-Patientinnen und Patienten behandeln, sondern auch viele Menschen, die Herzinfarkt, Schlaganfälle haben, Autounfälle. Von daher muss sichergestellt sein, dass es zu keiner Überbelastung kommt. Das haben wir jetzt mit den Maßnahmen erreicht, aber wir wollen nicht in eine ähnliche Situation kommen und deshalb sehr vorsichtig agieren. Und von daher ist mir wichtig, dass wir faktenbasiert auf Entscheidungsgrundlage, die uns Expertinnen und Experten, vor allem aus dem Gesundheitsbereich, aber auch Prognostiker, Statistiker, geben, dass wir uns da sehr vorsichtig in den nächsten Wochen bewegen. Welche Rolle hat denn das Vorpreschen Niederösterreichs gespielt? Wien wäre da allein übrig geblieben, in der Praxis schwer umsetzbar, wenn die SCS offen hätte und in Wien die Geschäfte nicht. Ja, mir war immer wichtig, dass wir gemeinsam in der Ostregion agieren, denn richtig ist, das wurde ja auch vom Vertreter der Wirtschaftskammer zu Recht auch eingemahnt, dass die Pendlerströme in der Ostregion sehr intensiv sind. Trotzdem habe ich für das Bundesland Wien zu entscheiden und falls ich auch in Zukunft den Eindruck haben sollte, dass es notwendig ist, habe ich den starken Willen, dann auch wieder zu entscheiden, auch unpopuläre Maßnahmen zu treffen. Denn ich denke, die Gesundheit ist das Allerwichtigste und ich schätze die Tätigkeit der Ärzteteams, der Pflegekräfte in den Spitälern ungemein, die wirklich am Limit tätig sind. Und man sollte nicht vergessen, dass wir auch diese Kapazitäten in den Spitälern nicht überschreiten dürfen. 19. Mai, der Tag der Öffnungen, soll das werden in Österreich. Die Bundesregierung kündigt an, alles öffnet gleichzeitig. Sie sind für eine schrittweise Öffnung. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass in Wien alles gleichzeitig öffnet am 19. Mai. Ja, ausgeschlossen ist gar nichts. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir möglichst viele Teile unserer Gesellschaft öffnen können. Ich würde auch keine Spaßbremse sein. Aber alle Prognostiker sagen, alles, was über 10 Tage hinausgeht, ist sehr vage. Wir befinden uns derzeit in einer sehr schwer kalkulierbaren Phase. Es gibt immer mehr Menschen, die geimpft sind. Das ist sehr gut. Es gibt mehr Menschen, die Antikörper gebildet haben, weil sie die Krankheit hinter sich gebracht haben. Wir sehen aber auch, dass sich die Zielgruppen stark verändern. Wir haben es geschafft, durch die Impfaktionen, vor allem bei der älteren Generation, weniger Patientinnen und Patienten in den Spitälern zu bekommen. Wir sehen aber, es verlagert sich stark in den Bereich der 45- bis 65-Jährigen. Und wir sehen, dass es auch ganz junge Patienten gibt. Das heißt, das Virus, vor allem die Mutation des Virus, kann jeden in der Gesellschaft treffen. Aber warum ist das in Wien anders als in den anderen Bundesländern? Wenn man sich die 7-Tage-Inzidenz ansieht, Sie haben es angesprochen, da gibt es 5 Bundesländer, die sind heute schlechter als wir in Wien. Nur 3 sind besser. In Wien soll es die zitzelweise Öffnung geben und dort die komplette Öffnung. Das ist nicht zu verstehen. Ja, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, da muss man gar nicht weiter zurücksehen, werden wir bemerken, dass ziemlich alle Bundesländer schon die besten und die schlechtesten Zahlen gehabt haben. Wien war vor 9 Wochen das Bundesland, das als erstes und einziges von Rot auf Orange geschalten worden ist. Wir haben die mit Abstand niedrigsten Zahlen gehabt. Innerhalb weniger Wochen, vor allem bedingt durch die britische Mutation, sind die Zahlen ganz stark gestiegen, zuerst die Inzidenzen und zeitverzögert in den Spitälern und auf den Intensivstationen. Ich hoffe, dass es in anderen Bundesländern jetzt gelingt, auch durch erhöhtes Impfen,
jede Woche bringt uns mehr in den Bereich, dass mehr Menschen in der Bevölkerung durchgeimpft sind, dass es gelingt, diese schwierige Phase noch zu durchschiffen. Wir haben noch von sehr hohem Niveau hinunterzuarbeiten und das ist der Grund, dass es auch zwischen den Bundesländern noch Unterschiede gibt. Also bei uns geht es nach unten. Sie haben gesagt, Sie sind Team Sicherheit. Ihr Kollege, Parteifreund Hans-Peter Doskozil hat die restriktive Corona-Politik der SPÖ heute auch kritisiert. Das ist ein bisschen auch eine Kritik an Ihrem Kurs. Was entgegnen Sie ihm? Nein, es ist jeder Landeshauptmann für sein Bundesland zuständig, auch verantwortlich. Die Situation entwickelt sich in den Bundesländern zum Teil unterschiedlich. Ich bin für die Wiener Bevölkerung verantwortlich. Hier haben wir noch eine sehr starke Belastung des Gesundheitssystems. Und ich bin für alle Generationen zuständig und sehe auch mit großer Sorge, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die ebenfalls angesteckt sind und die nicht nur auf einer Intensivstation landen müssen, sondern manche, die auch die Krankheit überwinden, nachfolgende Probleme haben, die oft noch lange Zeit andauern können. Und das ist im Übrigen überhaupt ein Thema, mit dem wir uns noch sehr intensiv beschäftigen müssen mit den Post-Corona-Erkrankungen. Ich würde noch gerne eine Frage zum burgenländischen Landeshauptmann stellen. Er hat angekündigt, dass er nicht mal als Stellvertreter kandidieren will. Das wird von in der SPÖ-Bundespartei, da wird die Anzahl von 17 auf 6 reduziert. Sie haben gesagt, das ist verständlich. Sehen Sie das als eine Art Bedrohung, dass der Landeshauptmann jetzt die Bundes-SPÖ von Burgenland aus sozusagen mit Zwischenrufen belastet, so wie das Modell Haider, wo auch ein Landeshauptmann das mit der Bundes-FPÖ damals gemacht hat? Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Ich habe von mir aus auch angeboten, dass ich bereit bin, auch meinen Platz im Präsidium zu räumen. Ich bin der Meinung, es sollten bei 6 Stellvertreterinnen und Stellvertreter Frauen entsprechen. Ja, das wird noch diskutiert. Ich habe das der Parteivorsitzenden angeboten, ohne einen Brief zu schreiben. Und ich bin der Meinung, bei 6 Personen sollten Frauen entsprechend vertreten sein, die Gewerkschaftsfraktion, unterschiedliche Bundesländer. Also von daher wird man sicher eine gute Mischung finden. Aber ich habe auch vorgeschlagen, dass sich die Landesparteivorsitzenden ohnehin viel stärker noch mit der Bundespartei kommunikativ in Verbindung setzen sollten. Also ich sehe da kein Problem. Ich glaube, es wird notwendig sein, dass man das Gespräch führt, unabhängig von einer Funktion in einem Parteigremium. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig im Gespräch mit Peter Unger in der Sendung Wien heute.